Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge des Search. Search. So. Wo ich nochmal gucken muss hier so. Okay. Okay. Drohne war Y, genau. Und wir müssen jetzt hier lang, genau. Guten. Okay. Du kannst husten, du kannst frusten. So, weg mit dem Arm hier, mein Freund. So, okay. 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 Ich bin wieder halbwegs drin. Da ist noch einer. Nicht. Ich dachte. Ich weiß gar nicht, wie weit wir bisher schon vorgelaufen sind. Noch nicht weit, ne? Ich glaube, so bis hier etwa. Ja. Das hier klappt super. Alter! Du solltest wegrollen. Also, rollen macht er eh nicht. Das gibt's nicht! Seine Angriffe abzublocken ist ein bisschen schwerer. So. Sackgesicht. Ich glaube nicht, dass ich da runter springen möchte. Was ist mit ihm da? Okay. Alter, was? One Hit. Also, zwei Hit. Kannst aber auch nicht ausweichen. Das ist ja super. Die gefallen mir. Ganz toll. Die sind ja gar nicht stark. Haben wir jetzt schon ein bisschen was eingesammelt, um was zu verbessern? Vielleicht mal gucken hier. Na, da brauchen wir noch ein bisschen. Das hier könnten wir... ist aber nicht so geil. Das hier wäre eigentlich auch ganz nice, aber... ja, weiß ich nicht. Bisschen zu schwach. Vom Schaden her. Ansonsten aber sehr cool. Bitte vergiss nicht. Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität. Und sollte auch deine sein. Alter, du kommst nicht weg. Das gibt's nicht, ey. Sicher willkommen, Warren. Ja. Aber dass ich hier schon so früh immer so viel Heilung weghauen muss. Das ist kacke. Bin einfach zu schlecht. Grad. Oder liegt noch mein Stuff. Ja, Junge. Bams. Oder geht's ja auch noch weiter? Nur ist die Frage, was ist the right way? Alter, nicht hauen. Das schickt sich nicht. So. Ne? Oh Gott.
Alter. Alter, lass mich deine Angriffe abbrechen, Junge. Sowas wie dich, ne, mögen wir hier nicht. So. Okay, wo kam der her, ey? Ach, hör auf. So. Feierabend, mein Junge. Und nichts gedroppt. Hier ist ein Exolift, sehr schön. Der führt mich wohin? Ich bin nicht sicher, ob ich hier hin will. Okay, definitiv nein. Definitiv nein. Was sind das denn für Viecher, ey? Viel zu schnell, viel zu kräftig. Nix für mich. Okay. Wir brauchen unser Altmetall natürlich jetzt. Gib Acht auf deine Kollegen. Sie geben Acht auf dich. Tun sie gar nicht. Keiner gibt Acht auf mich. So, oh, mal ein paar Kopfteile hier. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie wieder schnell an mein Zeug kommen. So. Weg mit dir, Kollege. Okay, Kopfteil ist nicht so. Ne? Nehmen wir halt Körper. Ist ja auch okay. Alter. Weg mit dem Ding. Brauchst du eh nicht mehr. So. Oh ja, ja. Ja. Hä? Ach ja. Sind wir hier zu zweit? Dankeschön. So viel zu meinem Altmetall. Boah. Gerade ist es scheiße. Gerade ist es scheiße, das Spiel. Das hier ist ja richtig schwer. Ich habe ja gehört, dass das sehr schwer sein soll. Nicht so wie Lords of the Fallen. Das war ziemlich einfach. Ich glaube, ich gehe erstmal woanders lang. Vielleicht. Vielleicht darunter. Erstmal hole ich mir natürlich ihn hier. Ja, klar. Alter. Die ganze Zeit konnte ich doch den seine Angriffe abblocken. Was ist denn jetzt los? Ich krieg ja gar nichts mehr hin. Alter. Da kommt kein Meter vorwärts. Fick dich, Spiel. Gib Acht auf deine Kollegen. Gib Acht auf deine Scheißfresse, Mann. Ey. Ich hab keinen Bock mehr. Macht gerade keinen Spaß, das Spiel. Ah, schön. Fertigkeit erhöht. Bringt mir nichts. Wenn man so scheiße spielt wie ich gerade.
Ja, mir egal, ich geh jetzt hier runter. Wir wissen, was mit dem da ist. Ich geh kaputt. Ey, du, komm mal rüber. Mein Exo hat keinen Saft mehr. Bin eine verdammliche Statue hier. Kann keinen Zeh krumm machen. Kannst du es ans Laufen kriegen, mir eine kleine Starthilfe geben? Keine Ahnung. Fail-Safe-Protokoll aktiv. Log bei 96 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden. Automatischer systemweiter Reboot eingeleitet. Datenverlustanalyse. Großteil der Cryo-Systeme beschädigt. 27% der Datenspeicher- und Verarbeitungseinheiten melden vollständigen Datenverlust mit geringer Chance auf Wiederherstellung. Lokale vom Netzwerk unabhängige Energieversorgung bleibt funktionsfähig. Wiederherstellungsprotokolle aktiviert. Beschädigte Datensektoren unternehmen temporären Reparaturversuch mit Hilfe analoger Systeme. Kollateralschaden an der Belegschaft als extrem eingestuft. Allgemeine Arbeitseffizienz bleibt stark beeinträchtigt. Alle aktiven personalbezogenen Systeme melden signifikante neuronale Abweichungen und physischen Verfall. Unbeschädigte Implantate. Wie lang ist dieser Audio-Log? Sollten zur Aufarbeitung und Neuverteilung an funktionstüchtige menschliche Ressourcen gesammelt werden. Nur eine kleine Starthilfe, Mann. Ja, ja, dann helfe ich dir und dann. Bitte, Kumpel. Und jetzt? Willst du doch garantiert gegen mich kämpfen. Verdammt, ich das gibbet nicht. Danke. Nee, wow. Hab ich so lange gehockt, da ist mir das Sitzfleisch eingeschlafen. Hilft der Film vielleicht irgendwie hier ein bisschen? Weiß nicht, wie oft ich schon den toten Jupp gespielt hab, das sag ich dir. Hab mir ein paar Mal fast in eine Buchse gestrollt. Ich heiß Hobbs, Dean Hobbs. Aber keiner tut mich Dean nennen, dass du das weißt, ne? Hobbs ist schon genug. Ja. Was treibst du hier unten? Tja, das ist wieder typisch ich, siehst du? Ich bin nämlich Wartung. Hätte den Scheiß dem Werkschutz überlassen sollen. Aber nee, ich denk, hey Hobbs, lass mal gucken, was hier nicht ganz richtig ist. Da denkst du, ich muss bekloppt sein. Wollt mal einen Blick auf eine Failsafe-Konsolen schmeißen, gucken, was die so aufgezeichnet haben. Wurde von meinen Kumpels getrennt, aber ich dachte mir, Hobbs, gib jetzt nicht auf, du kannst das schaffen. Und dann ist mein Exo abgewürgt. Ja. Schätze, du hast keinen Schimmer, was hier läuft, hä? Scheiße, nee, ich weiß von nix. Dacht mir, wäre der Denkkolben in der Kotelettenschmiede gekommen und dann ist er durchgebrannt. Ich wache auf, die Rübe dröhnt wie 23:30 am Kirchturm und um mich rum sind alle bekloppt. Was ich gesehen habe seitdem, das glaubt mir auch kein Mensch. Ich finde den cool. Ich will, obwohl es irgendwie überhaupt nicht zur Optik des Charakters passt. Die Failsafe-Konsolen, was hat es damit auf sich? Creo hat einige von denen in eine Fabrik aufgestellt, um so eine Probleme zu finden und aufzuzeichnen. Bei all dem Kappes, der hier abgeht, ist da sicher eine Menge verrücktes Zeug drauf. Kannst du dir ja anschauen, wenn du willst. Aber meine wilden Tage sind gezählt. Ich hab genug. Wie sieht dein Plan aus? Werd meinen Arsch hier rausbewegen, sonst komme ich noch in Teufels Küche. Denk mal, ich gehe zur Servicestation. Sollte ja sicher sein da oben, nicht? Ja, nicht. Warte mal, ich will mal gucken, ob ich die Stimmen noch ein bisschen lauter. So. Vielleicht. Bis dann, Hobbs. Pass auf dich auf, Kumpel. Kipp mich nicht aus der Latschen. Ja, ja. Halt drei jetzt. Könntest ja ein bisschen mithelfen hier. Da unten ist ein Viech, das ein bisschen doof ist. Auch nur, weil... Wie viel Altmetall habe ich denn gerade? Oh, nur 180. So, da hinten geht's lang. Ich will aber eigentlich wieder zurück nochmal. Alter. So, weg mit dir, du Sack. Oh, endlich mal ein Kopfteil.
Und da liegt auch noch was. Wie lang ist es her? Minuten? Stunden? Tage? Hilfe! Bitte! Hilfe! Bitte! Ist da wer? Nö. Ich sitze hier drin fest. Pech. Komm schon, bitte helft mir. Sowas kenne ich doch. Shit. Danke, Mann. Oh. Dachte, ich würde hier nie mehr rauskommen. Und ich dachte... Komm schon. Sag was. Bist du okay? Danke. Ernsthaft. Dachte, ich müsste hier drin verhungern. Kein Plan, wie lange ich noch durchgehalten hätte. Ich dachte schon, hier ist wieder so einer, der so tut, als wäre er... Ne? Und dann gehen wir rein und werden angegriffen. Also, hatten wir schon mal. Was ist deine Geschichte? Ich bin Davy, Mann. Arbeite am Fließband für die Raketen. Bin hier reingerannt, als die ersten Freaks aufgetaucht sind. Hab stundenlang nicht gemerkt, dass die Tür kaputt war und ich feststecke. Weiß nicht mal, wie lange ich hier drin war. Irgendeine Ahnung, was hier los ist? Meinst du den ganzen Scheiß hier? Keine Ahnung, Mann. Nicht meine Gehaltsstufe. Irgendwas hat das System zerlegt, so viel ist sicher. Hat mir den verdammten Neurolink gegrillt. War wie ein Trip in den Kopf von einem anderen. Erinnerungen, Gedanken... Aber nicht meine eigenen. Hier läuft irgendein kranker Scheiß. Mehr weiß ich nicht. Also, was hast du jetzt vor? Kein Plan, Mann. Ich bleib nicht hier draußen. Kannst du einen drauf lassen? Geh vielleicht zur Servicestation. Sollte ja sicher sein, richtig? Ja. Ey! Ja, wie du willst. Was denn? Wolltest du noch was? Hey, bist wieder da, hä? Bis dann. Hau rein. So, hier gibt's sonst nichts drin. Okay, plus den Typen, der, keine Ahnung, uns vermutlich gar nichts bringt. So. Erstmal wieder hier ein bisschen ins Spiel kommen, ey. Jetzt bin ich aber erstmal, ich will meine Waffe upgraden. Ja. Müsste ja jetzt reichen, das Altmetall, oder? Mit dem, was ich da noch hab. Kann ich jetzt eigentlich das Ding benutzen? Nee. Die beiden da hinten, ne? Die sind noch ein bisschen doof. Die sind noch ein bisschen doof. Solltest du nicht an deinem Arbeitsplatz sein? Nein, sollte ich nicht. Nö. Da irrst du dich. So. Zack. Nice. Machen wir damit mal noch ein bisschen mehr Schaden. Und für das Kopfteil brauchen wir halt noch ein bisschen. Die Sachen hier könnten wir halt auch upgraden. Aber weiß ich nicht. Bringt ja nichts. Am liebsten halt das hier, ne? Hier brauche ich ja jetzt Wolfram-Legierung 3. Aber die hier, da brauchen wir die 2er. Hier aber auch. Das ist ja die andere, die ich gern mal verwende. Die ist halt vom Angriffsgeschwindigkeit her super. Aber, ne? So in der Herstellung, ja, können wir jetzt das Ding, aber... Das ist eh zu schwer. Ne? Jetzt gehen wir erstmal daran. Safen.
Und dann. Ach, guck mal. Was haben wir, glaube ich, drin? Wir haben noch gar nichts Neues bekommen, oder? Das hier hätte ich gern mit drin. Leben regenerieren bei finnischen Sequenzen. Ich glaube, das wird uns am meisten helfen. In der nächsten Folge von The Search. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.